Jumbo, komm raus. Ich weiß genau, dass du dich versteckst. Oh, das wird lustig. Hier sind viele. Spaß. Ellie! So, wie viel Glück hatten die? Mann. Nein, nicht noch eine. Weg. So. Flandre. Hi. Ich will nochmal mit dir spielen. Sieht fast genauso aus. Flamur. Bam. Flamur. Bam. Ich werde jetzt immer dasselbe sagen. Flamur. Bam. Okay. Ich hör auf. Was hast du denn? Wow, deine Orden sind so cool. Erzähl mir was Neues. Ich weiß, dass ich cool bin. Valerie, komm mit einem Schuh. Mit einer Schuh, sorry. Crunch. Oh. Das ist ja was Besseres sein können. Und du bist auch down. Und du bist auch gleich da. Oh, ich schwärme da schon die ganze Zeit, oder? Ach, ich mach mir das mal wieder ein bisschen gemütlicher hier am PC. Schön Beine ausstrecken aufs Bett. Ah, schön. Ach ja. Was haltet ihr eigentlich so von Thomann bis jetzt, also von Another World? Bis auf die Tatsache, dass man letztendlich Feuerrot von Namekun Prinzess spielen muss. Ich meine jetzt so von der Gensokyo-Story. Also ich muss sagen, ich habe ja zwei Spiele geschickt bekommen. Einmal Another World und einmal World Link. Da wurde geraten eigentlich World Link zu spielen. Ich habe aber Another World gespielt, weil ich das einfach genial fand, die Idee, hier nach Gensokyo zu gehen. Fand ich echt cool. Ja. Ich wollte halt mal wissen, ob euch das Projekt bis jetzt so gefallen hat. Also, generell, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, egal in welchem Projekt. Weil, ja. Nur mit Kritik wird man besser, bekanntlich. Na ja, gut, man kann auch ohne Kritik besser werden, klar. Wenn man sich meine alte Parts anguckt von Metroid und jetzt von der Qualität her schon mal beim. Und von der Art des Redens und auch viel freier, das habe ich auch schon gesagt bekommen. Aber ich nehme gerne Kritik an. Wenn ich euch zum Beispiel zu viel Nonsens laber. Sag das. Dann rede ich noch mehr, noch weniger. Entschuldigung. Spaß. Ja. Uzo! Yeah, Uzo ist cool. Ich mag Uzo. Ich ist irgendwie lustig. Auch wenn sie meiner Meinung nach immer noch nicht so wirklich in die ganzen. Die passt aber irgendwie nicht rein, finde ich. Wenn man sich mal anguckt, Toho 12.3, Hiso Tensoku? Ich glaube. Ja. Die passt nicht rein, die ist da viel zu groß. Und ich habe Buchball gemacht gegen einen Normalvieh. Ja. Du blödes Taubsi. Du blöde Uzo. Und auch eine Aya. Wir sind gleich in der nächsten Stadt gegen. Das hat so gut wie keine Zeit gekostet. Na gut, schon, aber. Wir wären hier vorneweg zwei Parts unterwegs gewesen. Ich werde. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal wirklich. Feuerrot und ganz die Pokémon-Reihe anstatt die Tomon-Reihe Let's Play. Gothic Mystery, das sieht cool aus. Falls ich das wirklich mache, dann werde ich natürlich auch die Trainer kennen, wenn ich mal rausspringen. Das mache ich jetzt nur, weil. Das hier hat nichts mit Tohomon zu tun, das ist Pokémon. Mit geänderten Sprites. Das ist auch der Grund, warum ich Mary's Version niemals Let's Playen werde. Aber wann lerne ich das endlich? Extreme Speed, also Turbocando. Ist tot. Du auch. Wollte ich nur mal gesagt haben. Warte mal. Wie lange trainiere ich denn jetzt schon Flontree? Sorry.
Ja, das ist ein Nachteil beim Vorspulen. Manchmal merkt man das nicht, wenn man schon weit ist. Donald! Boah, Donald Duck, wie geht's? Ist ja voll cool. Oh, ich hab gesehen, ich hab das gar nicht gespeichert. Na komm, machen wir die Abheal. Ach Mann, ich hab schon wieder vorgespult. Entschuldigt das, ich bin das noch nicht ganz gewohnt. Kämpfe vorspulen, Rest nicht vorspulen. So. Ich werde jetzt noch die AP von Antikraftwehr machen. Nicht so, bitte. Ach Mann. Ach egal, komm. Nicht jetzt da vorspulen, ist mir das jetzt auch egal. So schlimm ist das jetzt nicht. So, Shadow. Ja, doch, das soll wieder kommen. Bam. Bam. Im Übrigen stehen viele Boneka bei mir. Ich finde es also für bestimmte Personen. Ich habe jetzt nur einen Boneka umbenannt. Ich wollte eigentlich den Rest auch noch passend ändern. Ja. Ach komm. Ich bin der DM. Wo ist es? Bulk up. Attack Tap, ja. So. Alter Mann, du lernst es Protzer. Alte Frau. Das war für Antikraft. Ja, mir ist die Wahrscheinlichkeit von Antikraft zu geben. Und mit Protzer kann man schön reinhauen. Danach. Mach ich mal gerne im Langkämpfen. Quick Break. Oh, warte mal, stimmt. Komm, Steve ist. Bam. Und eine Ex-Nue. Okay. Von den Spielen habe ich absolut keinen Plan. Ja, ich glaube, da werde ich jetzt auch mal das Laufen vorspulen. Das ist nur so tragisch. Alter, lass dich nicht vergiften. Also, Suika steht für Seros dann. So, glaube ich, heißt du irgendwie YouTube, ne? Moko steht für meine Freundin. Zu finden unter Miami, bei mir auch verlinkt. Ich habe alle meine Freunde verlinkt. Die Taube hat keinen Bonecker. Ich bin irgendwie gemein. Moment. Hatte mir jetzt mein. Kriege ich das Item nach dem Kampf wieder? Ich will gerade nichts sagen, wenn ich das nicht wieder bekomme. Gut. Oh, jetzt hatte ich aber schon für einen Moment so meine Bedenken. Hatte ich nicht noch Antidot? Ja, dann habe ich zu probieren. Du paralyzes. Hier fressen wir. Ja, Yomo für mich selbst. Weil Yomo ist einfach mein absolutes Lieblingsboneka schlechthin. To, ciao. Wie auch immer. Schlägt bei mir alles andere. Flandre eigentlich ja auch. Eigentlich habe ich 2 Stück. Wen habe ich denn überhaupt noch im Team? Moko, Flandre, Arim. Ja. Falls die Taube das will oder falls er das überhaupt guckt, Folge, kann er ja. Primigar. Oh. Wie auch immer. Wir sind jedenfalls schon ziemlich weit. Wir sind jetzt gleich schon bei der Safari-Zone. Wir gehen erst oben rum, weil hier sind auch Trainer. Wir können den Ditto fangen hier. Also in der, im Original. Mach mal Rockslide, hau sie um. Yeah. Ich mach dich jetzt noch bis 68 hoch. Nitori. Wieder diese Klonen. Wir haben auch noch ein Mikrofossil. Ist mir so mal aufgefallen in der Zwischenzeit. Orange und Sarah. Okay. Scheiße. Scheiße. Dann machen wir Brick Break auf Sarah.
Oh, warte mal. Worauf geht jetzt Sakura Storm? Ich durfte mal meinen Gegner nicht auflösen. Ich wollte aber. Egal. So, den Ron haben wir besiegt. Hier ist noch einer. Seht ihr jetzt, was ich meine mit diesen vielen Trainern? Es wäre doch für euch totlangweilig, ganz ehrlich. Ihr könnt mir jetzt auch reinschreiben, dass es für euch nicht totlangweilig ist, aber... Ich denke mir, dass so einige, die vielleicht keinen Kommentar schreiben, sich gelangweilt fühlen. Mal wieder Jomo raus, wir holen jetzt das Item hier. Und zwar Regentanz. Ja, Regentanz ist auch ganz praktisch, wenn man Donner oder sowas machen will. Also ich spiele gerne, also... Im normalen Pokémon, ich spiele da sehr gerne auf Aufpushen der Stats. Und auf Wetter. Ja, Wetter mag ich auch sehr. Aber ich lege nicht alles auf Wetter auf, wen man aus wie manche. Manche können ja wirklich, sobald das Wetter gewechselt ist, überhaupt nicht mehr kämpfen. So lege ich meine Pokémon nie aus, weil... Muss nur irgendeiner kommen, der auch auf Wetter kämpft, dann heißt Wetter gegen Wetter, ja. Und dann hat der eine seins, dann macht der andere wieder seins. Dann macht der wieder eins und dann macht der wieder eins. Dann macht der wieder eins. Und es geht dann die ganze Zeit hin und her und letztendlich Schwachsinn. Deswegen habe ich das mir angewöhnt, dass ich auch so mein Team setze, dass auch nicht wetterspezifisch kämpfen kann. Ist doch eigentlich auch hundertmal schlauer, ganz ehrlich. War so. Oh, sorry. Ja. Wie viel Angriff willst du noch? Geh weg. So, jetzt habe ich Angriff hoch. Ein Level up. Du hast mir nochmal einen Angriff erhöht. Coole Sache. Shadowball. Oh, die mit ihrem Schallschutzschild. Ja. Du willst also unbedingt von uns weggeschlagen werden. Na gut. Kann man einrichten. Ach man. Ja, wenn ich vorspule, mache ich so einige Fehler. Hi. Aber so langsam gehen wir echt... Oh, wie? Du bist Flug. Nee. Wir gehen so langsam die AP aus. Erdbeben. Wo Erdbeben geht, mache ich jetzt Erdbeben. Okay. Mugetsu! Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu den ganzen wilden Trainern kommentiert. Och Mann. Ja, bring sie um. Ja, kriegt noch einen Statboost. Natürlich. Komm hier, Moku, komm. Putze sie. Hehe. Jetzt ist wieder fair, ne? Mehr, du. Noch zwei, drei Trainer, dann sollte man hier an die Stöße. Upi. Ups. Ich wollte Moku. Weil so langsam gehen mir die Boneka aus. Ich. Warum gabst du mich mit Eis an? Ach, mein Meer. Ich frage mich. Was ist eigentlich mit der normalen Pokémon-Liga? Gibt es jetzt hier zwei Pokémon-Ligen? Das ist jetzt die Pokémon-Liga, hier die Boneka-Liga von Yukari gemeint. Das wüsste ich jetzt gerne mal. Ich glaube, da konnten, da frage ich mal wieder zwischen den Parts. Oder... Vielleicht lasse ich mich überraschen. Da kämpfen wir mal, bis Zero wieder tot ist. Ich meine, mit Gift dauert... Oh nein. Tot. Und da ist er wieder Kopf. Alter, mein. Das sieht gerade nicht gut aus. Hina! Oh. Da hieß genauso wie ich. Der ist auch Alec. Ja, für die, die es nicht wissen, ich halte ab. Das wissen jetzt nur die, die meine Turm und Parts. Yeah, sehr cool. Könnt ihr den anderen jetzt sagen, von wegen, ich weiß, wie der heißt. Könnt ihr so bestechen. Könnt sagen, wir nehmen den Namen verraten. Ich verrate euch den Namen für 100 Euro. Nein, Spaß. So sehr will es dann, glaube ich, keiner wissen.
Und warum mache ich die ganze Zeit Feuer? Ich will Erdbeben machen. Gott, die HP sind nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. War es das? Ja, wir haben alle besiegt. Wenn ich so auf mein Team gucke. das sind insgesamt noch 55 HP in zwei Bunnecker verteilt.